Imam Mehta, kennt ihr noch? Die Jagd auf den Hass-Islamisten hat jetzt ein vorzeitiges Ende genommen und ich berichte euch heute von den Ermittlungsergebnissen, denn Erfolge haben wir keine und ob er am Ende vermutlich schuldunfähig ist für das, was er getan hat. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich peinlich, es ist wirklich beschämend für die deutschen Behörden. Sie haben 3 Tage gebraucht, um festzustellen, dass mit Imam Mehta oder Mehti, wie er sich nennt, dass hier wohl nichts zu holen ist für die deutschen Behörden. Und da sage ich nur, Leute, mich könnt ihr nicht so leicht hinter die Fichte führen wie vielleicht da draußen die Mehrheit. Es geht um ihn hier, um unseren Sympathisanten, um unseren TikTok-Hetzer mit seinem Video von Mannheim. Ihr kennt es noch, er sagt am Anfang, Leute, endlich gute Nachricht, dieser Stürzenberger wurde abgestochen und dann hat er mit seinem Messer herumgefuchtelt wie ein Irrer und hat am Ende auch noch das Messern des Polizisten gefeiert. Doch dieser Imam Mehta, wie er sich nennt, das Attackieren des Islamkritikers Stürzenberger in Mannheim, er rechtfertigt auch den Missbrauch von 9-jährigen Mädchen, wenn sie schön sind. Und da war es bei mir spätestens vorbei, wo ich gesagt habe, Leute, und jetzt müsst ihr ihn jagen. Jetzt müsst ihr ihn jagen. Und die deutschen Behörden, sie haben ihn gejagt. Und wo? Im digitalen Raum. Und was kam heraus? Nichts kam dabei heraus. Er sitzt im Kosovo und die Behörden, die machen jetzt einfach nichts. Dabei ist das Schlimmste hier, dass er mit den kleinen Kindern anfängt. Also da wird es richtig widerlich, Leute. Da wird es richtig widerlich. Also wenn jemand kleine Kinder anfasst, dann wird er ungespitzt in den Boden gerammt. Also da habe ich überhaupt kein Verständnis. Absolut nicht. Auch nicht für irgendjemand von den Grünen, der mir erzählen will, dass Sex zwischen Geschwistern schon in Ordnung ist. Aber Imam Mehti, er hat auch Bilder von dem KZ-Arzt Josef Mengele schon in seinen Videos gebracht. Außerdem hetzt er über die Flaggen von Israel und von Aserbaidschan. Er hat auch selbstverständlich ganz oft ein Hitlerbild zur Hand. In der Regel können diese Straftaten, die dieser Imam hier begeht, mit bis zu 5 Jahren Haft belegt werden. Wir sind hier vor allem beim Straftatbestand der Volksverhetzung, beim Billigen von Straftaten und beim Aufruf zu Mord. Aber Imam Mehti wäre nicht Imam Mehti, wenn er nicht eine Idee hätte, wie er sich dem Einfluss deutscher Behörden entziehen könnte. Und zwar behauptet er selbst, er ist größenwahnsinnig. Er habe den wahren Koran entdeckt in einer App, die Gott Allah auf seinem iPhone installiert hat. Leute, ist kein Spaß, das behauptet dieser Typ. Wirklich. Hier Zitat, dieser Koran, den ich hier habe, das ist der echte Koran. Die Araber haben den Koran verfälscht, aber Gott hat den Koran auf Deutsch beschützt, nicht auf Arabisch. Jetzt muss man den deutschen Koran ins Arabische übersetzen. Ist kein Spaß, Leute. Das ist ernst, ja? Und er nimmt sogar für Therapiestunden, würde ich das nennen, er nennt es Gebetsstunden, 1500 Euro. Also er hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht und er kann auch Dämonen vertreiben, wie er meint. Also dieser Typ ist offensichtlich geisteswahnsinnig, ja? Aber weil er so größenwahnsinnig ist, könnte er sich in Deutschland bei einem Gericht davor herausreden mit einem guten Anwalt, dass er eben schuldunfähig ist. Die Schuldunfähigkeit in diesem Land, sie gehört ad acta gelegt, sie gehört auf den Scheiterhaufen der Geschichte geworfen. Ihr wisst ja, in Deutschland ist man auch schuldunfähig, wenn man zu viel gesoffen hat, wo ich mir immer noch die Frage stellen muss, nein, nein, jemand ist immer voll schuldfähig. Er ist der Herr über sich selbst. Und nur weil jemand denkt, dass er besoffen ist und dann weniger Schuld hat, hier oben Leute, oder dass jemand denkt, Allah hat auf seinem Handy diese App installiert, na lasst ihn doch glauben. Und dennoch begeht er Volksverhetzung, Aufruf zum Mord und Billigung von Straftaten. Kann mir sonst einer erzählen, was er will. Aber das Interessante an der ganzen Sache ist, man findet jetzt seinen TikTok-Kanal nicht mehr. Aber ansonsten ist es ruhig. Also, er sitzt wohl in Pristina im Kosovo und es gibt ja kein Auslieferungsersuchen, es gibt keinen internationalen Haftbefehl, den man ausgestellt hat. Es gibt einfach nichts. Die deutschen Behörden, sie haben leider keinen Zugriff darauf. Und da muss man mal sagen, deutsche Behörden haben keinen Zugriff darauf. Da muss ich mal lachen. Also hier, Meldung 13. Oktober 2023. Das BKA löscht islamistische Propaganda auf TikTok. Ah ja, wie haben Sie das gemacht? Oh, 2000 Inhalte wurden über
das EU Internet Referral Unit von Europol gelöscht. Also ihr könnt das, Leute, ihr könnt das, wenn ihr wollt. Hier, TikTok, Instagram und Co. löschen 960 Millionen problematische Inhalte in Bezug zu Terror, Hass und Kinderpornos. Oder hier, das ist vom 21.12. letztes Jahr, also gerade ein halbes Jahr alt, von Weihnachten. Das BKA lässt hunderte Gaza-Postings löschen. Ihr könnt also, wenn ihr wollt. Ihr wollt nur nicht. Und genau das ist das Problem, Leute, warum euch die ganzen Wähler da draußen wegrennen. Hier oben, ihr meint ernsthaft, ihr könnt mit eurem Dachschaden dieses Land regieren und es fällt draußen keinen auf. Leute, für so Leute wie Imam Mehdi, Meta, scheißegal, wie ihr sich nennt. So, als allererstes hätte am Wochenende der internationale Haftbefehl erfolgen müssen. Dann hätte man direkt ein diplomatisches Team nach Pristina schicken müssen. Frau Baerbock, wo sind denn Ihre ganzen Mitarbeiter im Außendienst? Schicken Sie da einen hin und machen Sie den Leuten klar, dass die deutschen Behörden ein Interesse daran haben, dass diese Person ausgeliefert wird. Und dann wird er hier einfach mal 5 Jahre ins Gefängnis gesteckt und wenn er wieder rauskommt, mit einer Einreisesperre versehen und wieder nach Hause geschickt. Leute, wir können uns so lange nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen. Ihr konntet bei Corona alles zensieren und alles löschen im Internet, was euch nicht gepasst hat. Und hier geht es gegen den Islam, beziehungsweise Imam Mehdi ist ja selbst wie Herr Stürzenberger von anderen Muslimen eigentlich bedroht. Denn er hat sich angemaßt, hier zu sagen, dass Allah Fehler gemacht hat, dass er den wahren Koran auf seinem Telefon hat. Und das ist in der arabischen Welt genauso verpönt wie alles andere. Denn die Beleidigung des Propheten oder das Anzweifeln des Koran gelten bei Islamisten als todeswürdiges Verbrechen. Also Imam Mehdi hat sich quasi selbst zur Zielscheibe gemacht. Die deutschen Behörden, sie lassen ihn aber lieber im stillen Kämmerlein weiter seinen Schwachsinn verrichten. Weil ich sagen muss, wenn ich hier das falsche Video über die falschen Sachen der Regierung mache, steht die Polizei an meiner Tür, klopft und sagt, hallo, wir nehmen alles wieder mit bei Ihnen. Und ich bin der Gelackmeierte. Er sitzt im Ausland, macht seine Videos. Selbst das Video von ihm ist ja noch verfügbar auf allen anderen Kanälen. Also es wurde kein Kill-Programm geschrieben von den Cybercrime-Ermittlern, wie Herr Strobel immer sagt, die IT-Ermittler, die Zentralen. Ich lache mich kaputt über eure IT-Ermittler. Ihr könnt nichts, Leute, ihr seid unfähig. Ihr ruft ihr selbst in Amerika an, wenn ihr ein gesperrtes iPhone habt. Es ist wirklich beschämend für Deutschland, was sie hier können und was sie hier nicht können. Und vor allem, dass man direkt wieder hier kommt mit, ja, aber ob der schuldfähig ist. Leute, die Schuldunfähigkeit, sie gehört gestrichen aus unserem Gesetz. Werft sie endlich weg. Jeder ist schuldfähig. Jeder ist schuldfähig, ja? Also, schuldunfähig, weil ich gesoffen habe, schuldunfähig, weil ich denke, ich bin größenwahnsinnig. Dann sage ich ab sofort auch, ich bin Bundeskanzler, Bundespräsident und Bundesinnenminister in einer Person. Und wenn ich das jetzt immer wiederhole, werde ich dann befreit von anderen Straft. Ihr seid hier oben, aber wo kein Porzellan mehr drin, da kann man auch keine Scherben mehr zusammenkehren. Es ist Hopfen und Malz verloren, wie viele sagen. Aber er hier, Imam Mehdi, er darf weiter seinen Hass und seine Hetze im Netz verbreiten und zum Mord an uns aufrufen, an Andersdenkende. Ich glaube, mein Schwein pfeift, aber das ist Deutschland 2024. Das ist die Ampelregierung in ihrer besten Form. Sie bekommen es nur nicht mal hin, dass man irgendjemanden aus den europäischen Nachbarländern dazu bekommt, aufhört zu posten, dass man ihn einkassiert oder sonstiges. Leute, das ist lachhaft. Und genau das ist das Problem. Die ganzen Islamisten da draußen, die lachen uns aus, weil wir uns nicht wehren können. Und ich rede nicht von körperlicher Gewalt in dem Sinne, sondern von der Staatsgewalt, die sich durchsetzen muss, ja, die solche Islamisten einkassiert, in ein Flugzeug setzt und nach Hause fliegt und den Taliban übergibt. Ob die das wollen, egal. Wie kann es denn sein, dass jemand, der offen die Menschenwürde anderer Menschen ignoriert, sie mit dem Messer attackiert, sie versucht zu ermorden, dann unter dem Deckmantel der Menschenwürde nicht nach Afghanistan abgeschoben wird, weil ihm dort schlimmere Strafen drohen. Da müssen wir endlich uns mal ehrlich machen in diesem Land. Ja, ich bin für Menschlichkeit, aber es gibt gewisse Individuen, die die Menschlichkeit als allererstes ad acta geworfen haben und die dürfen wir nicht unter dem Deckmantel der Menschlichkeit beschützen. Es gibt gewisse Täter, die muss man einfach anderen zum Fraß vorwerfen, so bitter wie das klingt, aber
Leute, die straffällig sind, die wir abschieben können, die haben wir abzuschieben, auch in ihr Herkunftsland. Und wenn ihnen in ihrem Herkunftsland eine härtere Strafe droht, hätte man sich das vorher überlegen sollen. Ich rede ja von Straftaten, die hier begangen werden, damit er dann abgeschoben wird. Ich rede nicht von Delikten, die er dort begangen hat, für die wir ihn hier verknacken und wieder zurückschicken. Das ist was anderes. Aber für alles, was hier begangen wird, dann mit dem Argument zu kommen, ja, aber wenn ihr mich nach Hause abschiebt, dann werde ich mit dem Tode bestraft. Ja, selbst schuld, ne? Also die Regeln bei uns sind bekannt und die Regeln bei dir zu Hause sind auch bekannt. Und wenn du unsere Regeln missbrauchst, sollen wir dich schützen vor den Regeln bei dir zu Hause? Also irgendwann ist mal Schluss, Leute. Und vor allem er hier, der gegen kleine Kinder was sagt, hier oben. Also mein Schwein pfeift immer noch. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung. Hast du auch erwartet, dass die deutschen Behörden hier schlafen, beziehungsweise dann sagen, oh, der ist im Ausland, damit haben wir nichts zu tun. Ich lache mich kaputt. Bei Corona habt ihr jede kleine Ratte aus jedem Loch gezogen. Das ging auf einmal, kein Problem. Und hier macht ihr so, sonst werdet ihr nicht in der Lage, so jemanden auch mal mit euren Außendienstkräften im Ausland einfach einzukassieren. Ruft doch mal bei Mossad an, wie die Leute in fremden Ländern gefangen nehmen können. Warum können wir Deutschen das nicht? Wir haben ein Interesse an der Strafverfolgung von diesem Typen. Dann fliegt nach Pristina und kassiert ihn ein. Holt ihn euch einfach, ja? Sollen doch die mal was sagen. Also, ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video. Und ja, ich könnte einfach nur kotzen, Leute. Richtig kotzen.